Was meinen Ruhestand betrifft, es ist ein unermüdliches Bemühen um Kreativität. Ich habe es mit Yoga versucht, Kochen, Pflanzen gekauft und einen Kurs in Mandarin belegt. Glauben Sie mir, ich habe alles ausprobiert. Aber es gibt in meinem Leben eine Leere, die ich ausfüllen muss. Schnell. Ich bin Ben Whittaker, ich habe um 4 einen Termin. Da hat sie ein Meeting mit ihrem neuen Praktikanten. Wer bin ich? Wie alt sind Sie? 70. Sie? Ich bin 24. Ich weiß, ich sehe älter aus, das macht der Job. Da altert man, was für Sie ja nicht gerade Tolles. Entschuldigung. Hi Jules, ich bin Ben, Ihr neuer Praktikant. Es freut mich, dass Sie das auch mit Humor sehen. Wie auch sonst. Sie müssen keinen Anzug tragen. Ich fühle mich wohl im Anzug, wenn es recht ist. Oldschool. So falle ich auf. Dafür brauchen Sie keinen Anzug. Bleibt die Tür offen oder soll ich sie zumachen? Ist mir egal. Offen, um ehrlich zu sein. Sie gewöhnen sich noch an mich. Ich freue mich drauf. Mein Praktikant ist sehr beschäftigt. Mr. Charming, alle lieben ihn. Da kommt's. Hey Beck, was geht? Du siehst selbst aus. Wie lange kann eine Frau sauer auf einen sein? Sie haben bestimmt mit ihr geredet, sich entschuldigt. Ich hab sie angemeldet. In der Betreffzeile stand, es tut mir so leid. Das so mit ganz vielen O's. Also, es tut mir so leid. Mit einem traurigen Smiley. Eine kleine Träne rinnt über seine Wange. Die Investoren denken doch nur, dass ein erfahrener Geschäftsführer dir ein bisschen Arbeit abnehmen kann. Das konnte ich ja nicht vorhersehen. Jules versucht es allen recht zu machen. Der Firma, der Familie. Der Druck ist immens. Sie allein haben diese Firma vor 1,5 Jahren gegründet. Jetzt haben Sie 220 Mitarbeiter. Vergessen Sie das nie. Hat Spaß gemacht. Die Wahrheit ist, Sie haben etwas an sich, das mich beruhigt oder erdet oder sowas. Und das tut mir sehr gut, offensichtlich. Wie konnten innerhalb einer Generation Männer vom Schlag eines Jack Nicholson oder Harrison Ford so... Oh Mann. Ich bin Fiona, die Hausmasseurin. Ich find's toll, dass jetzt noch ein Golden Oldie hier ist. Wie ist das, Ben? Was soll ich? Oh Mann. Ja, das ist doch gut. Sie sind ja gar nicht so alt, wie ich dachte. Der will sein Geld zurück. Retter aus Deutschland. Ich hasse die Deutschen. Aber Panos, du bist doch selber Deutscher.